ein schnurriges Willkommen zu Panty spielt Half-Life 1. Und wir sind gerade einem Zugunglück mit dem Leben entkommen. Und schauen jetzt mal, wo wir hier weiterkommen. Wir erinnern uns, die Episode hier, der Abschnitt hier heißt Festnahme. Und natürlich wollen wir uns nicht festnehmen lassen, ist ja ganz klar. Okay, wir sind also hier in dieses Teil. Der Zug ist hier in dieses Teil reingefallen. So. Okay, wir können hier auf die andere Seite. Ich würde mal gucken, was hier unter Wasser ist. Mal speichern. Okay, hier geht es also lang. Also mal runter, nochmal runter. Ich hoffe, wir können hier... Aha, das ist das, was ich meine. Die sind so nervig, die blockieren mich auch den Weg. Okay, hier geht's rein. Und hier ist schon mal Luft, das ist schon mal gut. Jetzt kann ich erstmal hier ein paar von denen versorgen. Wieder Luft holen. Weil, wie gesagt, die sind nervig. Die blockieren dir halt den Weg. Halten dich dadurch quasi fest. So, hier ist also erstmal nichts außer Luft holen. Okay. Und dann geht es hier unten durch, glaube ich. Okay. Ja, das ist jetzt hier. Wow. So, dann können wir hier nochmal Luft holen. Sehr schön. Okay. Dann geht es hier runter und hier wieder hoch. Huch, voilà. Luft holen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier sind dort Granaten und interessante Waffen. Das scheint ein Bonusbereich zu sein, wo es nur Munition gibt. Irgendwelche Dartpfeile. Mhm. Das ist die stärkste Waffe im Spiel, neben, die nicht explosiv ist. Okay, nochmal eben hier. So, Luft geholt und da ist nichts. Da kommen wir her, so. Da kommen wir her und hier geht's weiter. Und dann haben wir hier schon das Ende des Wassers erreicht. So. Speichern. Okay. Erstmal, bevor ich da... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nachladen. 1, 2, 3, 4. Und ein letztes Mal. 1, 2, 3, 4. Selbstverständlich müssen wir dieses possierliche Tierchen, was den Wissenschaftler eben aufgefressen hat, auch plätten. Da ist es. Ich wusste gar nicht, dass das so... Theoretisch gesehen könnte ich sie mich jetzt auch einfach abschießen, wenn es hier so kommt. Ist natürlich die Frage, wie viel Schaden ich dem mache. Ich meine, die Waffe liegt nicht mit ohne Absicht da. Das ist die Waffe, die für dieses nette Tierchen gedacht ist. Haben Sie es gesehen? Die behaupten zwar, dass sie es aus dem Challenger-Graben heraufgeholt haben, aber ich finde, dass dieses Ding bis vor einer Woche noch niemals in einem Gewässer auf der Erde herumgesprungen ist. Im Haikäfig ist ein Betäubungsgewehr, aber ich weiß nicht, ob das bei dieser Spezies funktioniert. Sie dürfen das aber gerne ausprobieren. Es wird funktionieren. Vertraut mir. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich nicht treffe. Genau, ich wollte gerade sagen, war das nicht so, dass der... Ark, das war daneben. Das Tierchen bewegt sich zu schnell, das war wieder daneben. Und jetzt verliere ich schon Lebensenergie durch den Sauerstoffmangel. Das Tierchen ist typischerweise auch nicht übel, was den Schaden angeht. Die Munition hier bewegt sich sehr langsam. Das ist das Problem.
wie ich gesagt habe, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich einen treffe. Ist, dass ich nicht treffe. Jetzt muss er wieder nachladen. Arg. Das war's gewesen. Man hört ihn nicht mehr schreien. Das heißt, ich habe ihn besiegt. Ja. Nicht sonderlich einfach. Ist recht nicht, wenn man eben kein Ego-Shooter-Spieler eigentlich ist. So, jetzt können wir hier aufmachen. Und erstmal nochmal hoch, um Luft zu holen. Ah, das geht auch noch zu dabei. Herrlich. Wir sehen leider keine Menge an Sauerstoff, die wir haben. Von daher müssen wir da ein bisschen... So. Ah, wir können hier wieder hoch. Super. Wir kriegen ja die Lebensenergie zurück in dem Moment, wo wir wieder an Land sind und haben dann nicht allzu viel verloren. Da war die Munition nicht unabsichtlich da. Das war als Hinweis, welche Waffe wir jetzt brauchen. Okay. Ist hier noch so einer? Ich weiß nicht, aber hier sind Sprünge inklusive nassen Boden. Das hier ist, glaube ich, etwas, was kaputt geht, wenn wir drauflaufen. Genau. Hier ist Strom im Weg. Das ist, da können wir nicht durch. Aber wir können hier versuchen durchzuspringen. Mal nehmen wir mal Anlauf. Das hat geklappt und ab in den Generatorraum mit uns. Die Fische hier umschwimmen. Und hier ist der Generatorraum. Und hier sehen wir wieder unseren Freund, den G-Man. So, selbstverständlich müssen wir den Generator aktivieren, denn nur dann aktivieren sich die Pumpen. Und dann müssen wir auf die andere Seite, dahin, wo der G-Man eben war. Einfach ein Schwierigkeitsgrad, das ist nämlich nicht allzu schwer. Speichern. Denn das hier ist jetzt ein gezieltes Timing und Springen. Denn die Dinge machen mich natürlich sofort platt, wenn sie mich berühren. Also der Deckel mich berührt. Also. Ich glaube, da hat der Headcrab mich wieder runtergestoßen. Irgendwo müssen wir die Sprünge noch mal machen. Gleichzeitig glaube ich, dass der Headcrab gerade eben von dem Generatorzeug zermatscht wurde. Okay. Also noch einmal speichern. Ich werde jetzt erstmal hier eine kleine Pause einlegen. Ich will die ihnen haben, die Fans in der Mine, weil ich die vielleicht auch gebrauchen kann. Nein, das wäre auch dumm gewesen, das hätte mich sofort zermatscht, wenn ich da angekommen wäre. Okay, auf ein neues. Geduld ist hier das Zauberwort. Da haben wir sie. Durch die Tür kommen wir nicht durch, aber wir müssen jetzt nicht mehr alle drei Sprünge machen. So. Und natürlich speichern wir nochmal. Ja, mag ich nicht die Waffe.
So. Man kann auch einfach zwei Schüsse davon nehmen. Übrigens, bevor es jemand sagt, ich weiß, dass man mit der rechten Maus das einen Doppelschuss macht. Ich wusste nur nicht, dass ich zwei Schüsse brauche, um die zu besiegen. Das sind wieder die grünen Schießviecher. Da war er, der Doppelschuss. Ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Da ist noch ein Leben. Da, das war der. Das war das, was ich machen wollte. Und einmal den Aufzug anladen, genau. Den Anzug aufladen. So. Hier ist ein Wissenschaftler. Der wird uns wahrscheinlich gleich noch behilflich sein. Und tatsächlich war es das hier. Gordon Freeman, das sind Sie doch, oder nicht? Ja. Das Wissenschaftlerteam hat Ihre Fortschritte über das Sicherheitssystem von Black Mesa verfolgt. Mesa? Das sehe ich aber leider auch. Dieser Anzug da ist voll mit Überwachungsgerät. Aber das ist immer noch besser, als hier nackt herumzulaufen. Da drin ist es kalt und Sie müssen sich beeilen. Die Energie Ihres Anzugs könnte in wenigen Minuten verbraucht sein. Wenn Sie unbedingt in den Lambda-Komplex wollen, sollten Sie sich einen Weg durch die älteren Industrieanlagen suchen. Da hat das Sicherheitssystem ziemliche Löcher. Bei mir hat das jedenfalls bisher funktioniert. Und da sind wieder diese grünen Viecher und die älteren Industrieanlagen. Das tut nichts. Mit meinem Gehirn und Ihren Muskeln werden wir ein exzellentes Team abgeben. Machst du mir die Tür auf? Ich glaube, er muss mir die Tür. Nein, muss ich nicht. Okay, hier ist es also so kalt, dass ich Schaden nehme, Kälteschaden nehme. Und die, wie gesagt, die Leichen von den Gegnern sind Hindernisse. Ja, ich habe gut Schaden genommen. Also ab durch das alte System. Durch die alten Industrieanlagen. Okay, hier sind fünf von denen. Im einfachen Modus sind die eben einfach. Hinbringt. Hier ist die Öffnung. Nicht, dass wir auf einmal mit dem Rücken zu Gegner stehen. Ich habe eine Nachricht für dich. Pass auf, dass du nicht. Dass ich nicht was? Jetzt, wieso ist der auf einmal tot? Oh. Ach, das ist die Stelle mit den Assassinen. Das sind also jetzt Gegner, die man in der meisten Zeit nicht sehen kann. Oder ich war einfach zu dumm, die zu sehen. Hier da, die springen. Nein, die springen einfach nur so toll hin und her und haben gar nicht mal so schwache Waffen. Wie man hier sieht. Die sind fies. Ja. Ja, ja, ja. Dahin gehen, wo die Lebensenergie war und dann dort quasi campen. Das war hier, wenn ich mich nicht irre.
endlich mal Zeit, hier den Anzug wieder aufzuladen. Jetzt muss ich tatsächlich das hier nehmen. Die sind hier hinter dem. Also immer, wenn ich mich bewege. Zwei habe ich. Das war doch noch nicht alle, oder? Das war doch jetzt nicht nur zwei Gegner. Was ist das hier? Ach, das sollen irgendwelche Fliegen oder fliegende Viecher sein, die um den Lampen. Entschuldigung, ich will immer hören, ob hier noch Leute rumrennen. Das waren nur zwei, das glaube ich nicht. Echt, im einfachen Modus sind das nur zwei. Sollen wir Freeman erringen zum Terror? Problem könnte gleich hier in unseren anderen Bio-Einheiten sein. Es wird nicht mehr übrig sein. Okay. Es wird nichts mehr übrig sein. Oh, das ist wie in Star Wars. Ich bin in der Müllpresse. Gut. Natürlich, da ich das Spiel schon kenne, weiß ich, ich muss so schnell wie möglich hier hoch. Warten, bis die Müllpresse ihre Arbeit getan hat. Ich habe es früher mehrfach geschafft, drin zerquetscht zu werden. Wie man sieht, man kommt eigentlich ziemlich schnell hoch. Schnell hier. Ich nehme das tatsächlich Anfang Dezember auf. Und esse jetzt hier so einen leckeren Eierlikör-Zapfen. Weihnachtssüßigkeiten. Oh. Und da haben wir wieder unsere Brechstange. Und hier war im Boden eine Öffnung, in die wir uns hineinbewegen können. Und das war also die Festnahme. Jetzt sind wir in der Rückstandsverarbeitung. Ja, Black Mesa heißt scheinbar Black Mesa, weil es mitten in der Wüste ist. Die Mesa, das ist ja diese Wüste mit diesen komischen Bergen, die ein wenig aussehen wie Tische. Und Mesa ist ja Spanisch und heißt Tisch. Nicht verschlucken. Ja, ich habe Anfang dieses Jahres angefangen, Spanisch zu lernen. Okay. Gut, die können wir mit dem, was wir haben, locker. Wir machen nicht allzu viel Schaden. So. Okay, der ist tot. Will ich wissen, durch was? Hier ist nichts, was ihn scheinbar umgebracht hat. Was haben wir hier? Okay, ein Holzding auf Wasser. Da unten war ein Ventil. Wahrscheinlich muss ich das Wasser ablassen. Wasserstand fallen. Ich komme mal von oben. Oh ja, der Wasserstand fällt. Da hätte ich wahrscheinlich schneller. Ja,
Ja. Schneller wieder rein. Ansonsten verliere ich meine ganze Lebensenergie als Fallschaden. Das Ding einmal aktivieren und dann einfach. So. Dann hier hoch. Direkt. So. Um den Fallschaden zu vermeiden. Geschafft. Okay, wir haben einen kleinen Freund, der uns hilft. Oh, und dann gleich wegrennt. Ich werde jetzt wahrscheinlich direkt weggesnackt, genau. Aber das hier ist doch dieser alte Industriekomplex, oder? Also sieht doch jetzt genau, wo wir hin sollten. Okay, also radioaktives Zeugs. Das ist natürlich nicht so fein. Okay, das sind weitere solche Springrätsel, Sprungeinlagen. Oh, nicht in den Barnacle reinlaufen. Sehe ich richtig, wir wollen hier runter. Sein Anzug, der noch nicht vollgeladen ist, aufladen. Die Tür kommen wir nicht durch. Durch die auch nicht. Okay. Ich möchte tatsächlich mal was ausprobieren. Zum einen seht ihr jetzt, was passiert, wenn ich den Okay, ja, okay. Ich kann mit einem Schlag in diesem Schwierigkeitsgrad. Das heißt, es macht uns gar nichts aus, wenn wir jetzt in den Barnacle aus Versehen reinlaufen. Dann mache ich das tatsächlich immer. Wir müssen einfach nur kurz bevor er unseren Kopf abbeißt. Hier ist nichts, okay. Müssen wir einfach nur zuschlagen. Und das war jetzt blöd, dass er die Waffe gewechselt hat. Tatsächlich hat er. Das ist interessant. Ich bin es gewohnt, dass der einen sofort killt. Also. Dass der nur ein bisschen Schaden macht. Ich habe scheinbar auf Schwere gespielt immer. Gut, aber ich will es auch durchspielen. Das heißt, ich mache es mir natürlich extra leicht. Ich spiele das Spiel jetzt tatsächlich nur für die Story. Okay, das Grüne sieht jetzt nicht sonderlich gesund aus. Also springen wir hier auf diese, was auch immer das sein mag. So, das hätten wir geschafft. Und der nächste Abschnitt ist, ja, das Springen hier. Hier müssen wir also in diese Teile rein, auf diese Teile hier springen, um möglichst wenig in diese grüne Pampe reinkommen. Ich würde sagen, das sieht so aus. Ich bin mir sicher, ich bin früher auch ganz oft in diese grüne Pampe da reingefallen bei. So. Okay. Okay. Kein Problem. Wir können hier hoch wieder. Können jetzt auf dem Rohr entlang, wenn. Es ist jetzt wieder diese. Diese. Naja, hakelig ist ja falsch. Es hängt. Ja, teilweise hängt es auch gerade bei Leitern, hängt's. Aber diese Steuerung wie auf Eis. Naja, also er läuft tatsächlich nur ein, zwei Schritte weiter, wenn ich loslasse. Und das ist wirklich extremst ungewohnt. So. Okay, und jetzt müssen wir hier. Hier einfach
Jetzt mit dem Ding drehen lassen. Ich speichere nochmal, damit das nicht zu lange dauert, bis wieder. So. Das hat geklappt. Und das hat nicht geklappt. Dann lade ich sofort. Ich war überrascht, dass es geklappt hat und bin daher nicht richtig weitergelaufen. Okay. Natürlich klappt es beim ersten Mal und dann nicht mehr. Hey, ich bin im Schleichenmodus, warum rennst du so schnell? Das ist wieder das, was ich meine mit dieser Eis. Manchmal läuft er auf einmal schnell, obwohl man das nicht erwartet. Und er läuft. Okay, so. Interessant. Ich will erstmal gucken, was die Kisten hier beinhalten. Vielleicht kriege ich ja schließlich wieder. Ja, ein bisschen Munition habe ich gekriegt. Meine Waffen zurück. So. Ein bisschen Heilung. Und damit können wir uns jetzt mal hier angucken, wo diese Fließbänder hinführen. Wir sind in der Abfallbeseitigung. Das heißt, es sollte nichts sein, wo Menschen typischerweise gut leben können. Ja, hier ist also irgendwas mit Wasser. Das heißt, das dämpft unseren Fall. Das war schon mal gut. Okay, hier können wir runtertauchen. Okay, da wollen wir nicht rein. Dann geht's hier raus. Hier mit Wellen im Wasser. Dann geht's wieder hier runter. Und wieder hoch. Da ist nichts. Hier ist sowas. Okay, gucken wir mal. Außenrum. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich ducken, um durchzukommen. Das war doch schon mal gut. Okay, hier ist. Kann ich raus. Schön. Weiterhin erstmal nur ein paar Schuss für diese Waffe, aber volle Lebensenergie. Okay, das ist einfach nur eine Abkürzung quasi irgendwie zurück. Okay. Dann wieder weiter. Und weiter im Text. Okay, hier sind irgendwelche Pressen. Und wieder so einer. Der natürlich mit dem Ding mit einem Schuss beseitigt wird. Aber tatsächlich riecht das aus. Die bleiben jetzt nur für eine kurze Zeit aus und ich muss schnell dann durch oder so. Ja. Das heißt, ich muss die also deaktivieren, wenn sie gerade oben sind und dann schnell durch. Ja. Ich kann die Fließbänder umschalten. Wo ist er denn? Da unten, da versteckst du dich. Gut. Das kann ich wieder heilen. Dann lasse ich die Conveyors uns doch alle helfen. Heile mich nochmal. Speichere vorher so. Also wenn sie oben sind, dann und dann schnell rein. Ja, das schnell rein ist so eine Sache. Ich riskiere es jetzt nicht, sondern ich warte jetzt, bis es sich wieder aktiviert hat und mach's nochmal. Okay, das war. Ich bin schon mal weitergekommen, tatsächlich. Okay, ja, weiter. Nein. Hallo. Dankeschön. So. So, dann speichern.
speichern wir nochmal. Also ich bin mir sicher, dass immer wenn Daten werden geladen kommt, eigentlich auch gespeichert wird, aber ich weiß es nicht genau. Okay, hier können wir also wieder hin zurück. Jetzt kommen weitere solche Ausweichspielchen. So, und dann speichern wir hier nochmal von diesem Ausweichspielchen runter. Der macht also zwei Schläge. Okay, zwei. Der macht einen und bleibt unten. Und da bin ich genau reingelaufen. Naja, ich habe ja gespeichert. So, super speichern. Wir wollen jetzt natürlich nicht hier in diesen Kanister rein, also gehen wir mal hier hin. Was ist da denn? Okay, hier ist eine Tür. Da können wir nicht rein. Zurück aufs Fließband. Da wollen wir auch nicht rein. Okay. Runterspringen, aber ich glaube, das ist auch nicht der richtige Weg. Oh, okay, Feuerschaden. Mhm. Das war wieder eine Stelle, wo man hätte Schaden vermeiden können. Das ist, glaube ich, wieder, wo wir eben waren. Das ist wieder der Feuerschaden, ja. Okay, das heißt, jetzt ist das hier so ein bisschen... Ah, ich habe gerade eben... Ich habe gerade eben was gesehen. Da waren doch eben Minen. Ich würde sagen... Die waren hier... Die Minen. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt gucke, was dahinter ist, schauen wir doch einfach mal oder warten wir doch einfach mal eine Woche ab. Und ihr seht das dann nächstes Mal. Ciao, miau.